Aldemar HD. Toll. Die Sonne scheint, die Möwen fliegen umher. Welch ein schöner Tag, um auf Schleichfahrt zu gehen. Hey Leute, hier ist der Aldemar. Zurück mit U-Boot. Zurück, weil ich habe die Beta schon mit euch gespielt. Gleicher Start. Wir sind U96. Das Boot aus das Boot. Starten auch in La Rochelle. Und freue mich jetzt mal ausgiebig mit euch zu spielen. Ich habe schon getestet. Ja, also das ist die erste Folge von mehreren Folgen hoffentlich. Wir werden sehen. So, für alle, die neu dabei sind. Hallo, willkommen zu U-Boot. Und wer Silent Hunter gespielt hat, wird das hier lieben. Es ist alles ein bisschen einfacher und nicht so eine harte Simulation wie andere U-Boot-Simulationen der Vergangenheit. Weil wir können hier zurückgreifen auf KIs, sagen, das sollen Torpedos berechnen, etc., etc. Und wir haben hier RP-Aspekte, wie wir können hier im Lager Sachen kaufen, Inventar auffüllen, der Smutsche zum Kochen braucht, die Crew braucht Essen. Wir haben Forschung, ja, das wusste ich auch noch nicht, wir haben Forschung, wir können Sachen erforschen, Leute rekrutieren, wir können die Leute editieren und glaubt es sogar umbenennen. Ja, also, cool. So, ja. Los geht's, bevor wir an Bord unseres tollen Schiffs gehen. Ich hoffe, später kann man das auch umbenennen und ein bisschen irgendwie ein eigenes Logo entwerfen. Das wäre nämlich geil. Auf der anderen Seite hängt das nämlich der Schwertfisch. So. Herr Hans Fischer. Was brauchst du, Herr Kaloy? Der sehr zwielichte Lagermann. Zeig mir, was du zu hast. Schau mal. Also, wir haben ein Budget von der Kriegsministerin bekommen. Hier, das sind Ersatzteile zum Reparieren. Davon brauchen wir auf jeden Fall eins noch zusätzlich. Und ein Medikit. So. Dann haben wir hier noch Kaliumabsorber. Kaliumabsorber reagieren, Kohlenhydrate entfernt. Ach so. Dann haben wir hier so eine Art Tauschkörper. Oh, da. Ich weiß gar nicht, wie ich die benutzen soll. 5 Ersatzteile. Sollten wir mehr benutzen, gehen wir sowieso unter. Ich hoffe, dass wir die erste Folge wenigstens überleben. Ich habe schon ein paar Anläufe jetzt gehabt. Durch Testzwecke und bin manchmal überhaupt gar nicht weit gekommen, weil mich direkt Flieger versenkt haben. Wir nehmen mal mit ein bisschen Speck. Ja, wir können immer Speck. Speck ist immer gut. Und Käse, Obst, Kraftstoff ist wichtig. Auffüllen. Zack. Torpedos. Könnten wir noch 2 holen. Nehmen wir noch 2 Elektro-Torpedos mit. Oh, ist voll. Glaube ich. Oder will nicht. Halt schon mehrere Gegenstände. Egal. Heck-Torpedo ist einer drin. Verlassen. Ach, wir haben nicht mehr genug Geld. Wir haben nur noch 500 irgendwas. Toll. Oh Mann, ich musste noch eine Sache kaufen. Wie teuer war denn jetzt der Speck? War das Sonderration? Da rennen die Rekruten um die Tonnen. So, dann haben wir hier unseren Rekrutierer. Der Herr. Wunderbar. Der Herr Wolfgang Meier. Das kann deine neue Crew sein. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Ihre Dokumente sehen möchten. Sieht ja nicht wunderbar aus. So freundlich. Ich möchte Ihre Akten einsehen. So. Jetzt brauchen wir einen Ingenieur. Der kostet 57. Ich glaube nicht, dass wir den uns noch leisten können. Scheiße! Komm, ich verkaufe mal gerade irgendwas. Vor allem den brauche ich. Ich brauche den. Ich zeige euch dann gleich, warum. Oder ich kann es auch schon sagen. Und zwar müssen wir mit dem forschen. Ja? Wir brauchen dafür einen Ingenieur und einen Funker. Und, habe jetzt nicht gedacht, dass das hier alles so scheiße teuer wird. Was brauchst du, Herr Kaloy? Jetzt haben wir wieder... Jetzt wir können das nur mit einem geringeren Wert wieder verkaufen. Dann raste ich aus. Komm, wir machen mal ein... Tauschkörper weg. Ah. Ah, warte mal. Haha! Ah, sehr schön. Weiter so. Weiter so. Tapfer arbeiten. Ich würde auch mal gerne einen anderen Hafen angreifen. Das wäre doch mal geil, oder? machen wir noch. Aber ich muss mein U-Boot erstmal ein bisschen upgraden. Das ist halt super wichtig, dass wir irgendwas essentielles brauchen. Nein, halt! Oh Mann, irgendwann schaffen wir es. So, jetzt aber. Kapitän, das kann deine neue Crew sein. Den überspringen. So. Ich möchte einen Akten einsehen. So, jetzt holen wir uns einen Ingenieur, den hier mit den Dingens, den Uwe Schmidt. Nee, haben wir nicht einen billigeren? Eben haben wir einen für 250 gesehen, glaube ich, oder? Nee, Quatsch, war auch 750. So, auf Wiedersehen. Dann holen wir uns jetzt noch schnell eine Mission. Oh, guck mal hier, tapferes Auto. Beim BDU wird viel über Ihre letzte Patrouillenfahrt geredet. Gute Arbeit. Wunderschön. Befehle? Dies sind die heutigen Aufträge vom BDU. Streng geheim. Okay, wir haben hier einmal Patrouille Sektor DH, Patrouille Sektor BE. Also, Schwierigkeit niedrig. Ich soll in den North Atlantic reisen und dort 2000 Kilometer fahren, um die Patrouille abzuschließen. Es erfolgt möglicherweise zusätzliche Befehle, nachdem das Gebiet erreicht wurde.
Befehl lautet Sektor BE Nordatlantik zu reisen und da in 2250. Ich habe immer mittlere Sachen genommen. Aber wir nehmen jetzt mal zum Anfang eine niedrige, ja? Das heißt, wir müssen Patrouille fahren in einem Sektor. Und unterwegs können wir auch forschen und so, dass wir dann für die nächste Mission, die wir dann machen, machen wir schon eine mittlere Schwierigkeit. So, los geht's. So, ich zeige euch mal. So, wir haben jetzt hier auf Tab, können wir unsere Offiziere auswählen. Und auf Alt geht das Menü auf und dann gehen wir hier oben auf Hauptquartiere. Dann sind wir, oder Hauptquartier, nicht Hauptquartiere. Jetzt haben wir hier Forschung. Wir können einmal aufklären. Oder wir können auch, hier Funk-Messbeobachtungsgerät Metox entwickeln. Damit können wir besser Flugzeuge aufdecken. Das ist so ein Gerät, was Rommel entdeckt hat bei einem Wellington-Flugzeug in Nordafrika. Da steht auch ein kleiner Text zu, den habe ich jetzt schon zweimal vorgelesen. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich muss die Aufnahme zweimal starten, weil wir versunken sind direkt zu Startbeginn. Und was wir noch haben, das war Schnorchel. Da. Wir haben nichts, um irgendwie Luft zu holen. Wir müssen immer auftauchen. Aber ist das richtig? Wir können das auch hier mitmachen. Einige holländische U-Boote, die wir übernommen haben, verwenden merkwürdiges Gerät, das Schnüfflern, was sie Schnüffler nennen. Das Rohrsystem, das es ihnen ermöglicht, Dieselmotoren zu verwenden und dabei in Periskop-Tiefe zu bleiben. Die Gefahr alliierte Flugzeuge mit jedem Monat der verstreicht zunehmenden Meeresoberfläche zu gefährlichen U-Boote führt, könnte die Technologie als überlebenswichtig erweisen. Unsere U-Boote müssen nicht mehr so oft auftauchen. Wir warten bereits an dieser Technologie, um U-Boote anzupassen, Herr Rat. Ach so, ich dachte, damit kann man Sauerstoff anziehen. Das dachte ich. Dann haben wir hier noch Hydrofon. Verbesserte Toiletten, das ist auch wichtig, Akkumulatoren. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal auf den Schnorchel. Ja, dann finden wir den Uwe Schmidt, weil das geht nur mit Leuten, die nicht unterwegs mitgenommen werden, ja? So, das macht er. 71 Stunden, meine Güte, wir sind auch lange unterwegs, keine Sorge. So, dann gehen wir noch auf Hauptquartier, weil wir sind jetzt, nein, auf Führung. Und nehmen jetzt, wir können noch einen mitnehmen. Dann nehmen wir jetzt noch mit den Horst Müller. Willkommen an Bord, Horst, ja? Finde ich schön, man kann ja auch, glaube ich, draufklicken und dann kann man den Herbert Kohler, kann man nicht umbenennen, leider. Die haben auch Fähigkeiten. Experte und Befehlshaber. Kann rumbrüllen. Und dann haben sie noch andere Sachen, die sie erlernen können. Also ist immer gut, wenn die überleben. Wir können auch weitermachen, ohne dass sie überleben, aber wie auch immer. Herr Graf, kommen Sie bitte an Bord. Und zwar gehen Sie bitte auf, Sicht, dann haben wir hier unseren Felix, der ist bei den Dieselmotoren und der Herbert Kohler geht auf Navigation. Jetzt gehen wir mit dem West, dem Dieselmann hier unten, den geben wir jetzt zwei Leute am Motor und der Navigationstyp kriegt jetzt auch noch einen dazu. Das gibt alles Bonis auf Spritverbrauch, ja. Navigation bringt auch nochmal 10% und mehrere Leute im Dieselraum bringt nochmal 30% weniger Dieselverbrauch. Und das macht halt alles besser, wenn man überall mehrere Leute drin hat. Alles klar, wir können losfahren. Ja, ich hoffe, wir kriegen noch die erste kleine Mission hin. Halbe Fahrt. Vorwärts. Ach, der ist es. Wir könnten auch ohne den Dingens losfahren wahrscheinlich, ja? It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. Dann, wo müssen wir denn hin? Dahin? Oh, das ist aber... Da ist Gibraltar. Können wir auch da durchfahren. Als U-Boot, aber wahrscheinlich auch nur getaucht. Mehr enge Gibraltar von den Briten besetzt. Sehr lange, ich glaube 100 Jahre oder so schon. Und blockiert natürlich jeglichen Schiffsverkehr. Kann man hier bei Spanien irgendwo andocken eigentlich? Müsste das gehen. So. Da fahren wir hin. Müsste alles gehen. Hafen bei La Rochelle. Gut, ist immer nicht so nah an England. Ja, Gibraltar, ne? Also da kannst du durchtauchen mit Glück. Haben wir Malta, Port of Alexandria, Suezkanal. Rohr 4 geladen. Super interessant, nice. Cool. Ja, hier, ne? Normandie. Piu, piu. Hier, Market Garden. Hier, Ardennenoffensive. Hier, Rommel. Ja. Rückzug. Dann auf Sizilien. Hier, Rückzug. Landung hier. Peng, peng, peng. Und irgendwann war dann zu Ende. Kriegsgeschichte. So, weiter geht's. Jetzt reisen wir schnell. Halt. Wir müssen dem Smooch kurz was geben, wegen Moral. Oder, Moral geht ja nicht. 95%. Nee, halt. Wir müssen langsamer machen. Dann F2. Dann gehen wir hier rüber. Wir können auch hier alleine rumlaufen. Aber das mache ich jetzt gerade mal nicht.
Es ist super cool, aber ich muss halt jetzt hier organisieren. Halt, warte, nein, hier Hauptlager. So. Kombüse. Ah, so, Hauptlager. Da tun wir jetzt mal ein bisschen Speck rein, ja? Die Moral mal ein bisschen heben hier. Dann ist abwechslungsreiche Nahrung und das gibt nochmal ein Plus. Normale Beleuchtung 10%, was ist denn los? Stützpunkt eine Minute. Die Offiziere haben zu viel zu tun. Komm, dann müssen wir mal ein bisschen hier. Kapitän, Herr Kaloy. Ja, es lässt gleich schon wieder nach. Keine Sorge. So, dann mal los. Wunderschön. Ich will mal hier in die Pötte kommen, weil bis da ankommen ist immer ein bisschen langweilig. Deswegen will ich diese Folge wenigstens noch. Es gibt immer so eine kleine extra Mission. Sichtkontakt entdeckt. Schicken wir los. Das war wahrscheinlich nur ein Schiff von uns. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Sobald irgendein Flieger kommt, müssen wir sofort tauchen. Weil das echt in die Hose gehen kann. Zu 80% bin ich bis jetzt immer untergegangen. Und das müssen wir eigentlich dieses Metox-Dingens lernen. Diese Forschung. Dann können wir die halt früher erkennen. Aber dafür müssen wir das in unserem Hafen quasi holen oder upgraden. Also hat das sowieso keinen Sinn, was wir jetzt von diesen beiden zuerst forschen. Aber das ist echt übel. Also, wenn man hier dann vorbeischifft bei, am besten, wenn man hier hin muss oder hier, macht man am besten immer so eine kleine Kurve von hier unten lang. Ah, Übertragung vom Mordkommando. Holen wir mal. Das muss immer besetzt sein hier, das Funkgerät. Haben wir wenigstens was zum Lesen. So, Mission. Patrouillieren. Keine extra Mission bis jetzt. Erfolgreiche Jagd. Okay. Vielleicht kriegen wir gleich noch eine Mission. Das kann sein. So, haben wir alles genug. Sauerstoff. Wir haben 100% Auftrieb. Sichtbarkeit 38%. Rumpf 100. Dezibel. Funkübertragung, Funkkommando. Holen wir die Nachricht rein. Man kann alles senden, was man sieht. Und kriegt dafür Kohle und Punkte. Bom, 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 bom. Eins unserer Schiffe ist verschollen. Die letzten bekannten Koordinaten sind 33 Nord. Das ist immer die gleiche Mission. Das ist immer die gleiche Mission. Ich hoffe, das ist immer nur die erste. Die ist, oh, direkt bei der Insel. Oh, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber die sollte Spanien gehören hier. Die gehören auf jeden Fall Spanien. Spanien ist ja neutral. Ist immer gut. Jetzt sind wir gerade bei Portugal. Ist das eine portugiesische oder eine spanische? Hier ist portugiesisch. Das ist ein Dingesbummens, ne? Genau. Kennen wir alle. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Jawohl, Herr Kaloy. Na, wirst du wohl. Legen Sie den Kurs an. Na. Ei, ei, Herr Kaloy. Na, warte, so, so, so. So muss es gehen. Okay. Ja, wenn man taucht, müssen wir echt aufpassen. Also, wenn wir irgendwo ein Schiff sehen, dann werde ich erst ganz zum Schluss tauchen, weil ich habe keine Möglichkeit, Sauerstoff an Bord zu bekommen. Also nicht, dass ich wüsste. Es hat irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie so ein Luftansaugrohr haben. Ah. Kamera zentrieren, bla bla bla. Ansehen. Fortschritt zum nächsten Ansehenspunkt. 0%. Ich fände es cool, wenn es nochmal schneller gehen würde. Aber das geht nicht. Ja, wichtige Hotkeys, für die, die sie nicht kennen und ihr das Spiel spielen wollt, ist N für Umsicht, also freie Kamera, F für Taschenlampe, B für's Fernglas, ja, auch super wichtig. Dann hast du F1, F2, F3, F4, F5, F6, könnt ihr mal ausprobieren, dass du so Leute auswählen und hier oben die Steuerung hier für Tiefenruder und so. So, wir haben jetzt 86%. Oh, wir haben doch ein bisschen viel verbraucht. Sind wir, aber es geht. 30%. Kapitän. Cola ist auch dran. So, jetzt sind wir im Sektor. Jetzt zählt das direkt hier. Patrouille erreicht. Jetzt geht los. Forschung ist mehr als die Hälfte fertig. Jetzt müssen wir nur zum U-Boot kommen. Ah, wir liegen gut in der Zeit. Ich mache die Folgen immer so 20 bis 25 Minuten. Es wird Folgen geben, die werden ziemlich einseitig sein, Leute. Also, ich kann euch nicht immer nur Action versprechen. Ich bin froh, wenn wir überhaupt eine Mission überleben. Wir haben 6 Uhr. Gut, jetzt ist gleich morgens früh. Ich glaube, es ist neblig, oder warum das jetzt hier so komisch. Ah, ne, es war nur, weil wir zu nah sind. So. Was ist denn jetzt los? So. Legen Sie den Kurs an.
Jawohl. Und weiter. Und was ist, werden die schon anhalten? Untersuche das Schiff. Hättest du da angehalten, hoffentlich. Ja. So, dann halten wir mal an. Stopp. Langsamer. Zu Befehl. Stopp. So, wir sehen es noch nicht. Mal weiter voraus. Es regnet, glaube ich. Azois, regnet. Okay. Ist cool, ne? Schneller, schneller! Schneller, schneller! So. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Komm jetzt hier. Hopp, hopp, zack, zack. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kontakt. Da ist es. Legen Sie den Kurs an. Zu Befehl. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Sehr wohl, Herr Kaloy. So, sehen wir es schon. Das ist U-Boot. So, pass auf. Mal doch ein bisschen näher Kurs hier. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Zu Befehl. Außer Reichweite. Oh, wir können nicht funken. Kurs setzen. Jawohl, Herr Kaloy. Da, es ist ein U-Boot von uns, was da rumtreibt. Das sollen wir auf jeden Fall jetzt mal untersuchen. Legen Sie den Kurs an. Bestätigt. So, stopp. Langsamer. Stopp. So, pass auf. Jetzt müssen wir, dann schicken wir mal den Herrn, unseren Ingenieur mal darüber. Jetzt mal wählen wir den aus und dann untersuche das Schiff. Kannst du das jetzt schon machen oder ist das immer noch zu weit weg? Ich glaube, das ist zu weit weg. Ja, es ist noch zu weit weg. Schneller, schneller! Ei, ei, Herr Kaloy. Legen Sie den Kurs an. Aha. Neue Mission in der Nähe. Ah, so geht das. Stopp. Langsamer. Stopp. Ich kann auch meinen Kurs abbrechen, richtig? Ne, irgendwie geht das. So, jetzt nehmen wir mal den... Der wird den Torpedo auf, dann nehmen wir jetzt mal den Cola. Kapitän. Du untersuchst das jetzt mal. Hier, Typ 7C, treibt auf dem Wasser ohne eine lebendige Seele an Bord. Die Inspektion von unserem Boot aus lässt keine Zweifel offen. Das Boot ist ernsthaft beschädigt. Die Frage ist nur, was ist mit der Besatzung passiert? Und ist wieso, passiert ist und wieso das Boot in diesem Zustand verlassen hat. An Bord gehen. So, jetzt schicken wir Hilbert Kohler an Bord. Da, mit seinem kleinen, Blasebalgboot. Hier, Luft. Wer ist denn jetzt nochmal? Guck mal, wie er hin und her schlendert. Guck mal, wir können ihn noch beobachten. Herr Kaloy. Der ist er. Schlauchboot. So, jetzt habe ich's. Luftkissenboot, wollte ich sagen. Herr Kaloy. Ist das geil, oder? Wir können es auch von außen zeigen, aber. Da, das ist das U-Boot. Das ist auch noch nicht mal ein anderes Modell, das gleiche Schwertfisch drauf. Ich glaube, jedes U-Boot hatte doch sein eigenes Zeichen, ne? Glaube ich. Wenn überhaupt, manche nicht. Da kommt er. Jetzt fährt er hier rüber. Läuft die Zeit ab. Jetzt untersucht er das. Wenn die Zeit weiterläuft, wenn das Fenster aufgeht, drückt einfach die mittlere Maustaste, dann sollte das auch aufhören. Hilbert Kohler ging ganz vorsichtig an Bord von Typ 7C. Er meldete, dass aus dem Schiffsinneren nichts hören konnte. Ging zum Turm des Bootes und öffnete vorsichtig die Luke. Entschuldigung, ich habe heute zu viel gelesen, ich bin ein bisschen Matsch im Hirn. Daraufhin lief er schnell wieder zurück zum Geländer des Turms und bekämpfte offensichtlich gegen einen Brechreiz an. Er meldete, dass im Inneren die Leichen von Seeleuten gesehen hätte, denen getrocknetes Blut an Augen und Lippen klebte. Hilbert Kohler war sicher, dass das Boot auf eine Mine gelaufen war, woraufhin die Batterien überflutet wurden und Chlorgas freisetzten. Daran sei die gesamte Besatzung gestorben. Wie traurig, oder? Die sind auf eine Mine gefahren und da sind die super giftigen Batterien einfach mit Wasser in Berührung gekommen und dann Chlorgas freigesetzt worden. Und schon war es Ende. Okay, wir müssen das Boot versenken. Jetzt kommt der Herbert Kohler zurück. Jetzt müssen wir direkt eine Feuerleitung aufgeben. Sind wir noch irgendwie so halbwegs auf Kurs? Ich
kann nur, glaube ich, nach hinten fahren und mich ein bisschen in den Kurs langsamer bringen. Torpedo ausrichten! Torpedo ausrichten! Bei Torpedos bin ich immer noch nicht so ganz sicher, wie das geht. 81%, das geht aber gut hier. Wir fahren jetzt ein bisschen rückwärts und wir können uns noch ein bisschen selbst lenken, oder? Lenkt sich unser Boot ein bisschen gerade, oder? Ah, wir lenken, okay, dann ist ja gut. Oh, wir sind ein bisschen am Wegfahren für den Dingens. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So, 90%. Schneller, schneller. Guck mal her. Nein, nicht schießen, ich will jetzt zurückkommen. Guck mal, wie er fährt, ne? Ist halt ein bisschen viel Wind und so. Okay. Ponton. Guck mal hier, Wolfsrudel. 93%. Wir wissen, ob er dann das. Ja, wir werden es sehen. Sechs. Das gibt's doch nicht. Legen Sie den Kurs an. Schneller, schneller! Das ist die Treffsicherheit, ne? 97% Treffsicherheit. Langsamer. Versenke das Schiff. Wird vorgewärmt. Rohr 2 bewässern. Rohr 2 bewässern. Gucken, ob das jetzt funktioniert. Werden sehen. Und Rohr 2 fertig. Feuer. Los! Los! 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. Ja, das ist richtig rausgekommen. Man sieht ihn wenigstens schön. 30 Sekunden. Ich glaube nicht, dass das 30 Sekunden braucht. 20 Sekunden. Wow, wow, wow. 10 Sekunden. Komm schon, treff. Das ist, kostet Geld, das Teil. Wow! Mach's gut. Das nenne ich eine Seebestattung. Das Ding sollte jetzt sinken von alleine. Der Motor läuft auf jeden Fall. Ich hoffe, das reicht doch jetzt. Ich meine, Volltreffer vorne rein. Meine Güte, gucken wir mal, ob das untergeht. Fährt es weg? Fährt es gerade weg? Okay, Plan B. Es reicht. Plan B. So, folgendes. Plan B. Herr Graf, sofort an Geschütz. Herr Graf, sofort an Geschütz. Es will wegfahren, das Geisterboot. Das können wir nicht zulassen. Da ist es. Guck mal, direkt neben uns. Ausrichten. Auf Wasserlinie zielen am besten. Warum ist meine Maus eigentlich an? Panzerbrechen ist an. Das war ein Treffer. Können wir ein paar Schießübungen machen hier? Oh Mann, ist auch Dauer 10. Was ist denn LG? H ist explosiv. Das gibt's doch nicht. Jetzt sehe ich's nicht mehr. Feuer! Doch, es müsste getroffen sein. Mach sie fertig. Bumm, das war's, glaube ich. Ist versenkt. Das sollte es gewesen sein. Feuer!
Oder ich guck nochmal. Ne, es geht nur, das schießen sie ins Wasser. Alles klar, Herr Graf, wieder auf Sicht. Und wir hauen ab hier. Wir sind ja schon in unserem Sektor. Wir fahren aber jetzt erstmal hier weg. Machen uns jetzt mal hier einen kleinen Patrouillenkurs. Aber ich glaube eher, würden die Leute hier lang fahren, oder? Kurs auf diese Koordinaten setzen. So macht man das. Also, und halbe Fahrt voraus. Schneller, schneller! Funker. Hallo. Geh mal aufs Radio. Benzin, alles klar, los geht's. Jetzt bitte nicht in die Insel fahren, danke. Gut. Außer Reichweite, Sichtkontakt entdeckt, bla bla bla. Wir können nichts senden, wir sind außer Reichweite. Das ist echt schade, ich hoffe, das wird uns hier kein Problem werden. Aber außer Reichweite... Hätte ich da eigentlich jetzt looten können? Manchmal findet auch man Kisten im Wasser, aber... Habe ich bis jetzt noch nicht. Ah, na gut, Leute. Das war die erste Folge von... Ich mache lieber Pause, bevor mir irgendwas passiert. Von U-Boot. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge, ja? Also, bis dahin, wie immer. Haut rein, Leute.